Herzlich willkommen bei Nachgefragt. Heute unterhalten wir uns über die wirtschaftspolitischen Themen der Gemeinde Vechelde. Ich selber bin Vechelder und freue mich daher insbesondere über diese Sendung. Ich habe zwei Gäste eingeladen, die Gott sei Dank der Einladung auch gefolgt sind. Nämlich der Bürgermeister der Gemeinde Vechelde, Herrn Ralf Werner, und die Vorsitzende der Werbegemeinschaft Vechelde, Frau Yvonne Brandes. Diese beiden Gäste darf ich jetzt herzlich begrüßen, live zugeschaltet aus Vechelde, beziehungsweise Frau Brandes aus Fallstedt. Hallo Frau Brandes. Hallo Herr Obermeier. Hallo Herr Werner ins Rathaus. Hallo Herr Obermeier. Ich grüße Sie beide. Schön, dass Sie der Einladung gefolgt sind. Herr Werner, die Gemeinde Vechelde hatte mal den Ruf als Schuldengemeinde des Landkreises Peine. Das hat sich heute komplett ins Positive gedreht. Wie ist diese Entwicklung zu erklären? Ja, wie Sie schon gesagt haben, wir sind zurzeit finanziell gut aufgestellt. Wir haben ausgeglichene Haushalte. Das war nur möglich, weil in den letzten Jahren, in den letzten 20, 25 Jahren insbesondere hier im Hause eine wirtschaftliche und sparsame Haushaltsführung betrieben wurde und begleitend dazu die wichtigen politischen Rahmenbedingungen entschieden wurden. Was konkret? Ja, da machen Sie jetzt ein großes Fass auf. Die Gemeinde Vechelde zeichnet sich ja, das ist Ihnen als Vechler ja bekannt, aus als sehr attraktiver Wohnstandort und auch als attraktiver Gewerbestandort. Dazu war es natürlich notwendig, die hervorragende Infrastruktur, die wir in Vechelde hier zurzeit vorhalten, zu schaffen. Ich darf beispielsweise nennen natürlich der Bereich der Betreuung der Kinder, beginnend im Krippenalter über Kindergarten bis hin zur Schule, im Schulbereich hin bis zu einem Gymnasium, das wir hier in Vechelde vorhalten. Daneben gibt es natürlich umfangreiche sportliche Angebote, viele Vereine. Es gibt zwei Fitnesscenter, es gibt im Sommer ein Hallenbad, es gibt ein Freibad, es gibt eine schöne Natur, das Angebot von vielen Sportvereinen. Es gibt den Schlosspark, den Sie wahrscheinlich auch schon häufiger besucht haben, Wälder, Wiesen, den Kanal mit dem Yachthafen. Und natürlich für die Versorgung unserer Bevölkerung ein für unsere Gemeinde, glaube ich, doch außergewöhnlich gutes Einkaufszentrum mit einem umfassenden Angebot. Und da sind wir auch dabei, dieses Angebot in der nächsten Zeit vielleicht noch etwas auszuweiten und zu verbessern. Und natürlich finden Sie in Vechelde vor gastronomische Betriebe, viele Fachgeschäfte, Handwerksbetriebe und natürlich nicht zuletzt Ärzte, Notare, Steuerberater, vielleicht so weit erstmal. Herr Werner, sind eine Menge tolle Soft Skills, weswegen ich mich natürlich auch entschieden habe, nach Vechelde sesshaft zu werden. Aber wie konnten Sie denn konkret in Ihrer bisherigen Amtsperiode, der letzten ja dann letzten Endes auch, dazu beitragen, zu dieser Entwicklung, dass diese auch verstetigt wird? Ja, wir haben, wie gesagt, die sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung fortgeführt, die Vorgänger bereits eingeleitet hatten. Und wir haben natürlich die Investitionen in die Infrastruktur verstetigt. Als kleine Zahl vielleicht, wir haben für das Jahr 2021 bei uns im Haushaltsplan wieder Investitionen in die Infrastruktur zuallervorderst vor in Höhe von 11 Millionen und haben natürlich in den letzten Jahren in etwa der gleichen Größenordnung auch investiert. Diese Investitionen gingen in der letzten Zeit insbesondere in den Bereich der Kindertagesstätten, in den Sportbereich, in die Feuerwehr, in die Erschließung von neuen Baugebieten, in die Erschließung von Gewerbegebieten. Also ein ganz umfangreiches Spektrum, alles um die komplette, man kann auch sagen, hervorragende Infrastruktur zu erhalten und auszuweiten. Das heißt, das letzte Jahr, Corona-Jahr, wie hat sich das finanziell ausgewirkt? Wurden Projekte jetzt ja erstmal ad acta gelegt, verschoben? Nein, es wurden Corona-bedingt bei uns keine Maßnahmen verschoben oder ad acta gelegt. Die Corona-Krise hat uns Gott sei Dank finanziell nicht so stark getroffen. Man hört ja immer wieder von Einbrüchen bei der Gewerbesteuer. Das ist bei der Struktur unserer Gewerbebetriebe nicht eingetreten. Wir haben ja nicht den einen oder die beiden großen Betriebe, sondern eine Vielzahl von mittelständischen oder auch kleineren Betrieben. Wir hatten also bei der Gewerbesteuer keine Einbußen. Die Einbußen, die wir hatten, waren bei der Einkommensteuer. Die sind aber in einer Größenordnung gewesen, die für uns verkraftbar war. Und die vielerorts festzustellenden Einbrüche auch bei den Schlüsselzuweisungen, also im Finanzausgleich,
sind bei uns auch nicht eingetreten, weil die dortigen Minderzuweisungen durch unsere gewachsene Einwohnerzahl kompensiert werden konnten. Sind denn jetzt noch Investitionen auf der To-Do-Liste, bevor Sie aus dem Amt scheiden, Herr Werner? Ja, na klar. Wir sind ja im Moment dabei, ich fange mich wieder mal bei den Kindergärten an, einen Kindergarten in Denzdorf, eine 5-Gruppen-Inrichtung neu zu bauen. Die Inbetriebnahme ist jetzt in den nächsten Tagen vorgesehen. Wir arbeiten zurzeit an einem Anbau in eine Kindertagesstätte in Wierte. Dort wird wahrscheinlich im April dann die Betriebsaufnahme erfolgen. Planung läuft in Richtung Erweiterung der Kita in Fallstedt. Das wird aber sicher im nächsten Jahr realisiert werden können. Wir werden für den Brandschutz, für die Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger in diesem Jahr ein neues Drehleiterfahrzeug für die Feuerwehr bestellen. Das wird dann nicht gleich ausgeliefert. Das hat ja etwas längere Lieferzeiten. Das wird geschehen. Wir sind dann zurzeit noch dabei, den ehemaligen sogenannten Güterschuppen am Bahnhof in eine Gymnastikhalle umzubauen. Die Arbeiten sind in vollem Gange. Ich gehe davon aus, dass wir im April, Mai vielleicht dann auch hier diese neue Sporthalle in Betrieb nehmen können. Daneben werden natürlich die Erschließungsarbeiten in unseren letzten Baugebieten in Wettlenstedt und in Wahle fortgesetzt. Und insbesondere was den Gewerbebereich angeht, ist natürlich zu erwähnen, dass wir zwischen Fächle und Wahle an der Umgehungsstraße ein neues Gewerbegebiet erschließen und davon ausgehen, dass dann auch dort die ersten Betriebe noch in diesem Jahr mit ihrer Bautätigkeit beginnen können. Ich sehe, erkenne an Ihren Ausführungen, es tut sich an allen Ecken und Enden was. Das heißt, Sie könnten wahrscheinlich die Liste auch noch erweitern. Aber vielen Dank erstmal für den Einblick, Herr Werner. Eine letzte Frage zum Thema Investitionen. Kreiseigenes Krankenhaus ging ja auch durch die Medien, auch die Beteiligung der Gemeinde. Ich sehe das als Investition auch für uns Bürger dort vor Ort. Was sagen Sie den Kritikern? Ja, das Krankenhaus ist ja auch für die Gemeinde Vechel ein wesentlicher Faktor als Bestandteil des Landkreises Peine, der wir ja sind. Nur auf die Krankenhäuser im Oberzentrum Braunschweig zu setzen, wäre sich der falsche Weg. Gerade in den Corona-bedingten Zeiten haben wir ja auch mitbekommen, wie wichtig auch ein Krankenhaus hier im Landkreis Peine vor Ort ist. Und nicht zu vergessen natürlich auch die strukturpolitischen wichtigen Faktoren, die von einem Krankenhaus hier ausgehen, nicht zuletzt auch die Arbeitsplätze, die dort geschaffen und vorgehalten werden. Okay, super, vielen Dank. Frau Brandes, ich möchte Sie jetzt endlich mit ins Gespräch holen. Aber Investition ist halt ein Thema, da kann der Bürgermeister natürlich mehr dazu sagen. Frau Brandes, Sie vertreten eine Gemeinschaft mit aktuell 80 Mitgliedern, die Werbegemeinschaft Vechelde. Welche Ziele haben Sie und Ihre Mitglieder eigentlich? Die Ziele, die wir verfolgen, ist, eine nachhaltige Werbung in Zusammenarbeit mit der Gemeinde zu führen, dass unsere Standorte auch weiterhin gesichert sind. Und Sie sehen sich als Gemeinschaft dann auch stark genug, das Ganze auch voranzutreiben? Das geht eigentlich nur in der Gemeinschaft, weil es kostet natürlich auch eine Menge Geld. Jetzt haben wir ein kritisches Jahr hinter uns. Wir hören viel über den kränkelnden Einzelhandel. Da sind Sie ja auch nah dran an dem Geschehen als Vorsitzende. Wie geht es den Vechelder Unternehmen? Ich denke mal, wir haben relativ Glück noch gehabt, da ja eine große Aktion gestartet wurde. Wir kaufen regional. Wir haben von der Werbegemeinschaft zu Weihnachten aus eine Rubbellos-Aktion gestartet, um die Bürger in Vechelde zu halten. Die Corona-Hilfen, die beantragt wurden, ist mir zugetragen worden. Also soweit ich es weiß, bei manchen hat es gestockt, bei vielen sind sie relativ schnell angekommen. Schön, okay. Also Sie können da jetzt nichts direkt Negatives ableiten heraus, ja? Im Moment, das, was uns natürlich als Einzelhändler ein bisschen ärgert, sage ich mal, ist, dass die Einzelhandel, die kleinen Unternehmen geschlossen werden, aber die Discounter und Supermärkte weiterhin Non-Food verkaufen dürfen, was nicht relevante Artikel sind. Okay, kommen wir gleich noch mal drauf zu sprechen. Sind Ihnen denn Corona-bedingte Schließungen, Insolvenzen in Vechelde bekannt? Nein, sind mir Gott sei Dank nicht bekannt. Wie sieht es denn in Ihrem... Entschuldigung.
Okay. Wie sieht es denn in Ihrem eigenen familiengeführten Betrieb, der Fleischerei Branders in Vollstedt, aus? Also was können Sie denn davon berichten? Wie hat sich das bei Ihnen ausgewirkt? Muss ich sagen, also der Partyservice-Bereich ist wie in den Restaurants, ist natürlich auf null runter, ist tot. Das sind extreme Einbußen, die man hat. Gott sei Dank sind aber die Bürger bereit, da sie nicht essen gehen können oder so, auch mal einen Euro mehr auszugeben und sich was Gutes zu tun in puncto Lebensmittel. Okay. Also das Herr Werner, Entschuldigung, Frau Brandes. Okay. Danke. Herr Werner, können Sie was zu den Unternehmen vor Ort sagen? Haben Sie Stimmen gehört, wie es aussieht? Nein, das ist die allgemeine Situation, dass natürlich viele Betriebe, insbesondere Gastronomie, Einzelhandel, Hotellerie, unter diesen Corona-bedingten Einschränkungen leiden. Da gibt es aber ja auch Gott sei Dank staatliche Hilfen. Mir ist bis dato auch nicht bekannt, dass ein Betrieb in die Insolvenz gehen musste. Das hört sich doch gut an. Herr Werner, wir machen einen Schwenk zur Mitte, Fächeldes, möchte ich es fast sagen, die neue Mitte, Kreuzungsumbau. Ja, also durch den Kreuzungsumbau mitten im Zentrum ergibt sich jetzt natürlich auch westlich und östlich der Köchinger Straße ein neues Bild. Ja, das heißt, dort wird noch was abgerissen und es soll ein neues Prestigeobjekt für Fächelde entstehen. Der Verkauf an den Investor ist bereits genehmigt. Soweit ich weiß, geht es um eine sechsstellige Summe, die es in die Haushaltskasse spülen wird. Jetzt bin ich mal neugierig. Was kommt da hin, Herr Werner? Was können Sie verraten? Ja, erstmal würde ich noch einen halben Schritt zurück machen. Sind wir sicherlich froh, dass die ungünstige Situation der alten Kreuzung beseitigt ist. Man kann es jetzt auch, obwohl Corona-bedingt weniger Verkehr ist, feststellen, dass die erhoffte Verbesserung des Verkehrsflusses eingetreten ist. Und zum anderen, Sie haben es ja bereits gesagt, soll also dieser Mittelpunkt, die Ortsmitte Fächeles, durch zwei neue Gebäude auf beiden Seiten der neuen Trassenführung nochmal aufgewertet werden. Angedacht ist dort, städtebaulich sehr akzeptable Gebäude zu errichten, die dann sowohl gewerbliche Nutzungen, Büronutzungen als auch Wohnnutzungen beinhalten. Und ich gehe davon aus, wir sind jetzt in den letzten Gesprächen mit dem Investor, dass wir das Konzept, das aufgrund eines Architekten- und Investorenwettbewerbes ermittelt wurde, dann auch, naja, um die Osterzeit herum dann auch der Öffentlichkeit bekannt machen können. Das heißt, da können, wollen Sie noch nicht zu viel verraten. Es ist noch nicht spruchreif. Ich kann im Moment noch nicht. Ich muss noch diese wenigen Tage, Wochen Geduld bitten. Okay, alles klar. Danke aber erstmal. Frau Brandes, wie betrachten Sie denn die Entwicklung des Ortskerns Fächelde entlang der Hildesheimer Straße? Viele ansässige Einzelhändler dort. Wie steht es um den wirtschaftlichen Kern der Gemeinde? Also ich denke mal, dass es die Ortsmitte Hildesheimer Straße nicht mehr gibt. Das hat sich alles in das Einkaufsgebiet verlagert, in das Einkaufsviertel oben. Auf die Hildesheimer Straße wird meines Erachtens eigentlich nur gefahren, wenn ich direkt zu den ortsansässigen Geschäften fahren möchte, die eine hohe Qualität und Kundenfreundlichkeit aufweisen. Ja, Frau Brandes spricht jetzt das Thema Einkaufszentrum an. Ne? Sie hatten es ja auch schon angedeutet in Ihren Ausführungen. Es soll was Neues entstehen, der Rewe dementsprechend, der neu gebaut wird. 10 Millionen werden vom Investor Beermann hier investiert. Können Sie das nachvollziehen, was Frau Brandes sagt, dass hier Kundenströme auch abgezogen werden letzten Endes? Und welche Entwicklung erhoffen Sie sich daraus? Ja, ich kann es jetzt nicht ganz nachvollziehen. Richtig ist, dass wir ein sehr attraktives Einkaufszentrum haben, am Rande des Kernortes, zwischen Fächel und Wale gelegen. Das ist ja insgesamt unser Grundzentrum mit der Ortschaft Fächelade noch dazu. Und dieses Einkaufszentrum wird natürlich durch den geplanten Rewe-Neubau noch mal deutlich aufgewertet. Wenn ich Sie kurz verbessern darf, zwischen Fächelde und Wale, ne? Ja. Gut, okay. Ich hatte Fächelade verstanden, deswegen Entschuldigung. Ja, Fächelade ist der dritte Ort, der zu unserem Grundzentrum. Das war jetzt nur Vollständigkeit halber. Gut. Und dieses Einkaufszentrum sucht dann, glaube ich, auch mit dem Hauptanker Rewe dann sicherlich seinesgleichen. Und wir sind jetzt aber auch schon in Gesprächen, das dort bereits vorhandene sehr gute Angebot noch mal zu erweitern, um weitere Angebote, die bisher fehlen. Da gehe ich davon aus, dass wir auch da die Öffentlichkeit noch zeitnah im Frühjahr und oder Sommer über die Entwicklungen, die da dann eintreten, informieren werden können.
Ansonsten haben wir ja hier in Vechtle, was den Einzelhandel geht, ein Zwei-Zentren-Konzept. Wir haben also einmal das Einkaufszentrum, über das wir eben gesprochen haben. Und wir haben natürlich auch noch die Hillesheimer Straße als zweites Zentrum, etwas anders orientiert. Natürlich nicht mit dem Lebensmitteleinzelhandel, aber mit vielen anderen Fachgeschäften, mit Banken, mit Tankstellen, mit Restaurationsbetrieben. Dieser zweite Zentrumsbereich ist, glaube ich, auch ganz attraktiv und trägt auch mit dazu bei, dass Vechtle insgesamt als Einkaufsstandort, als Wohnstandort attraktiv ist. Okay, Herr Werner, ich leite ab, Sie sehen das große Ganze. Frau Brandes vertritt natürlich Ihre Mitglieder. Und wie ist da die Meinung? Also werden Kundenströme umgeleitet? Was befürchten die ortsansässigen Unternehmen dort eben vom Ortskern? Dass sich halt alles weiter ins Einkaufsgebiet, sprich Rewe, zieht, ne? Dass die Hildesheimer Straße irgendwann aber Entschuldigung, wenn ich dazwischen frage, kann ich bei Rewe so ein Fahrrad kaufen? Kann ich Kinderbekleidung erwerben? Also es sind ja doch unterschiedliche Sortimente, die angeboten werden, oder? Täusche ich? Das kommt ganz auf die Angebote drauf an. Ja, wenn Sie zum Beispiel, wir haben ja nicht nur Rewe, wir haben ja auch Lidl und Aldi. Ja, und wenn Sie bei den Prospekten schauen, was gerade diese Woche wieder drin ist, Kinderkleidung. Ab Donnerstag sind Gartenartikel drin, Gartenwerkzeuge, Hochdruckreiniger, Fitnessgeräte. Das ist das, was der kleine Einzelhandel verkauft und der große Discounter natürlich auch. Ich verstehe, was Sie meinen, Frau Brandes. Okay, ich sehe unterschiedliche Meinungen an der Stelle, die müssen wir auch nicht zu Ende diskutieren, aber vom Prinzip, Sie unterhalten sich ja miteinander und die Gemeinde in ihren Entscheidungen ist natürlich immer aufs Gesamtwohl bestimmt letzten Endes und richtet das Handeln daraus und als Gemeinschaft hat man natürlich einen anderen Blick aus der unternehmerischen Brille heraus. Okay, vielen Dank für die offenen... Ja, Herr Werner. Einen Satz dazu sagen. Ja, bitte. Wir als Gemeinde sind natürlich auch immer bemüht, die Hillesheimer Straße attraktiv zu erhalten. Das ist einmal bereits geschehen durch das Dornberg-Carré, ist Ihnen ja bekannt, ein vielseitiges Angebot, was dort vorgehalten wird, was natürlich die Hillesheimer Straße aufwertet. Und in diese gleiche Richtung soll natürlich auch jetzt das neue Projekt an der neuen Kreuzung dazukommen, um insgesamt die Attraktivität des Kernortes in der Ortsmitte zu stärken. Super, vielen Dank nochmal für die Ergänzung, Herr Werner. Ja, an Sie gleich auch die nächste Frage. Wir hatten vorhin schon Thema Wohn- und Lebensstandort in Vechtle, wieso sich eben auch viele dorthin orientieren, Bauplätze gefragt sind. Das hat natürlich zur Folge eine steigende Einwohnerzahl und eine enorme Nachfrage nach Bauland aufgrund der Attraktivität. Sie haben aber jetzt auch angekündigt, dass diese expansive, ich nenne es mal eben so, Baupolitik wie in den letzten Jahren ein Ende haben soll. Wie kommt es zu dieser Abkehr oder habe ich Sie falsch verstanden? Ja, zunächst einmal ist festzustellen, dass ja die Attraktivität Vechtles als Wohnstandort durch die Zuzüge natürlich auch sichtbar wird. Wir haben in den letzten Jahren unsere Einwohnerzahl um rund 1.500 Einwohner erhöhen können. Die liegen jetzt bei 18.000. Das hat natürlich zur Folge, dass die Infrastruktureinrichtungen natürlich auch mitziehen müssen. Ich habe es ja bereits erwähnt, die Investitionen, die wir tätigen, insbesondere im Bereich der Kitas. In diesem Zusammenhang ist auch zu erwähnen, dass wir natürlich auch in diesem Jahr noch eine Erweiterung der Grundschule in Wettlenstedt baulich realisieren wollen. Aber natürlich kann die Entwicklung nicht ins Unermessliche steigen, sondern immer mit Augenmaß auf die vorhandenen Infrastruktureinrichtungen. Und von daher hat sich der Rat jetzt vor weniger Zeit eine Bauflächenentwicklungsplanung, hat eine Bauflächenentwicklungsplanung beschlossen, wonach also die Perspektive aufgezeigt wird, welche Entwicklung soll die Gemeinde Vechtle, was die Einwohnerzahl und die bauliche Entwicklung angeht, bis zum Jahr 2030 nehmen. Und da wird es eine etwas gebremste Entwicklung geben, was nicht zuletzt auch natürlich der Raumordnung geschuldet ist, weil wir ja außerhalb unseres Kernortes Vechtle-Wahle und Vechtle-Wahle, da können wir so viel entwickeln, wie wir eigentlich möchten. In den anderen Ortsteilen ist aber ja nur immer eine sogenannte Eigenentwicklung möglich und in diesem Rahmen soll etwas gebremst dann die Entwicklung auch weitergehen.
Da ich weiß, wie hitzig die Diskussion manchmal geführt wird, danke ich insbesondere für die offenen Worte, Herr Werner, danke. Frau Brandes, dadurch haben wir natürlich in Vechelde viel Zuzug, viele Neubürger, die sich angesiedelt haben, die auch sehr zufrieden sind in Vechelde, wie ich finde. Also ich höre das zumindest aus dem Bekanntenkreis. Jetzt ist es so, viele, die kommen, die kennen die vielfältigen Angebote aus Vechelde oft gar nicht. Was kann Ihre Gemeinschaft tun oder was tun Sie bereits, um die Neubürger mit ins Boot zu holen, mit auf die Reise zu nehmen? Einige Werbeaktionen laufen, das, was man natürlich nur in der Gemeinschaft schaffen kann, weil Werbung allgemein eigentlich auch sehr teuer ist. Wir hatten zum Beispiel vor 2-3 Jahren 2 Linienbusse laufen, die von Vechelde nach Braunschweig gefahren sind, wo jeweils 6 Betriebe werben konnten. Wir haben vor 3 Jahren eine Werbung laufen lassen über Radio 38, wo sich mehrere Geschäftstreibende zusammengeschlossen haben und diesen Sender oder der Sender mit uns zusammengearbeitet hat. Wir haben jedes Jahr unser Weihnachtsfest, unser Straßenfest, was die Werbegemeinschaft finanziert, ist uns übrigens jedes Jahr über 10.000 Euro kostet. Dann haben wir eine Skater-Night, die wir alle 2 Jahre. Waldfee, also eine Menge, was da getan wird. Ich möchte Sie jetzt ungern unterbrechen, aber die Aufzählung ist natürlich interessant und spannend. Angesichts der Zeit würde ich einfach nur zum Resümee kommen wollen. Das heißt, Sie haben viele Möglichkeiten, aus der Gemeinschaft heraus gestärkt zu wirken, was der Einzelne eben nicht kann. Darf man das so zusammenfassen? Genau. Okay. Genau so ist es, nur Mitglieder brauchen Mitglieder, um das alles bewirken zu können. Und die müssen natürlich auch bereit sein, den Mitgliedsbeitrag zu bezahlen. Ne? Also das gehört natürlich auch dazu. Okay. Herr Werner, einen Satz zu sagen möchte, dass wir dort bei den Aktionen auch jedes Jahr von der Gemeinde unterstützt werden. Das muss man auch mal erwähnen dürfen. Schön, danke Frau Brandes. Das ist natürlich, wenn ich auch einen Satz dazu sagen darf, eine Selbstverständlichkeit, dass wir natürlich nach unseren Kräften unsere hiesigen Einzelhandels- und Wirtschaftsbetriebe unterstützen. Sehr schön. Vielen Dank für dieses harmonische Bild, das Sie beide hier abgeben. Herr Werner, Ihre Amtsperiode ist bald zu Ende. Was waren Ihre Highlights als letzte Frage an Sie? Oh, das ist eine schwere Frage, Herr Obermeier. Was waren Highlights, wenn Sie das beziehen jetzt auf die dann 7 Jahre meiner Tätigkeit, ist sicherlich ein Highlight der Kreuzungsumbau. Ein weiteres Highlight würde ich auch schon noch werden darin, dass wir jetzt eine Gymnastikhalle, die dringend benötigt wird, jetzt am Bahnhof errichtet bekommen werden. Ja, welche Highlights gibt es noch? Wir haben viel investiert in die Feuerwehr. Ich hatte die Drehleiteranschaffung angesprochen. Wir haben natürlich das Feuerwehrhaus in Denzdorf neu errichtet. Wir sind im Moment dabei, für die Feuerwehr in Vechelde-Wahle einen Anbau an das Feuerwehrhaus zu errichten. Das wird auch sicherlich im September dann der Fall sein. Dann gibt es noch eine Vielzahl von anderen, dass wir Arminia Vechelde unterstützen konnten am Kunstrasenplatz. Ist natürlich eine wunderbare Geschichte. Also es gibt jetzt nicht das eine große Highlight, sondern eine Vielzahl von Punkten, die insgesamt dazu beitragen, dass die Infrastruktur in Vechelde rund und hervorragend ist und bleibt. Auch vielen Dank nochmal hier an die Ausführungen. Man sieht halt eben auch da wieder, an allen Ecken und Enden tut sich was. Frau Brandes, die letzte Frage gilt Ihnen. Wenn Sie sich was wünschen dürften als Werbegemeinschaftsvorsitzende vom Nachfolger von Herrn Werner, was wäre das? Eigentlich, dass wir so eine tolle Zusammenarbeit weiterhin haben, wie wir sie mit Herrn Werner hatten. Also, dass die Belange der Geschäftstreibenden auch wahrgenommen werden. An Sie beide. Vielen Dank, das war es dann auch schon. Danke für die Zeit, danke für die offenen Worte. Sehr geehrte Zuschauer, das war die Sendung Nachgefragt von der Vito. Ich danke Ihnen mal wieder für Ihr Interesse und hoffe, Sie bleiben uns gewogen. Sollten Sie Fragen haben, Wünsche, Anregungen, sehen Sie unten die eingeblendete E-Mail-Adresse, an der Sie uns Fragen, Wünsche, Anregungen senden können. Alles Gute Ihnen, auf Wiedersehen.